Einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht, guten Tag oder weiß der Geier, wann du dieses Video jetzt gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir haben ein neues Spiel bei uns in der Datasette. Es ist, ja, Inside Depth 6. Hold Shift to Sprint. Okay, alles klar. Hier ist ein bisschen was passiert in dieser Mine, da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber man soll nie allein gehen, man soll immer einen Wookie mit dabei haben. Diesmal ist es der Steinezerklopfende, der sich in Tunneln auskennende, die Ratte schlechthin im Labyrinth. Benny! Ja! Hallöchen, was heißt denn hier die Ratte schlechthin, hallo? So. Naja, das ist jetzt ja nicht negativ gemeint, sondern eigentlich irgendwie, weil die findet ja immer den Weg raus. Ah, okay. Gut, alle klar, also wir sind in der ich nenn's mal jetzt in der Purpur-Lavendel-Mine. Und wir hier sind lauter Leute verschwunden und keiner kam hier jemals raus und niemand weiß wieso und überhaupt. Ja, wir werden jetzt mal investigativ einfach mal gucken, was hier passiert ist und vielleicht finden wir heraus, was hier geschehen ist in dieser schrecklichen Mine. Was man vielleicht nochmal so sagen kann, das Spiel ist von den Machern von Sweet 776, der eigentlich auch schon recht heftige Titel. Ja, ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Mal gucken, ob wir wieder irgendwelche Glocken läuten müssen. Ich hoffe nicht. Dafür kommen wir jetzt. Oh Gott. It's going down, baby. It's going down. Na, wunderbar. Das sieht auch super safe aus, muss ich mal sagen, hier in so einem Holz. Na komm, das hat so lange gehalten. Das wird jetzt, der Boden sieht wirklich krass aus. So, wir müssen ja erstmal unser Equipment holen, ne? Also, wir haben ja unser Equipment irgendwie verstaut. In irgendeinem Locker. Weiß nicht, hast du eine Taschenlampe jetzt schon? Nee, ne? Nee, ich kann mal gucken. Ich hab, nee. Nicht. Okay. Nicht hat er. Ich glaube, Depth heißt Tunnel 1, kann es sein? Würde ich sagen, ja. Also, nicht Tunnel, so, sondern so Minenschacht 1? Oder? Genau. Wir müssen bis Depth 6 runter? Mhm. Können wir nicht gleich mit dem Fahrstuhl bis Depth 6 runterfahren? Das wäre cool, ne? Ich habe mich auch entschlossen, einfach durchzurennen jetzt. In diesem Spiel. Und mich nicht groß. Oh, schau mal hier. Wächst eine Tanne mitten drin. Irgendwie. Können wir springen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst nur sprinten. Sprinten. So, da jetzt eh nicht lang, dann würde ich sagen, is this the way. Okay, okay. Also wir müssen ja hier jetzt auch, wie gesagt, die Materialien, glaube ich, finden, oder nicht? Ist das eine Schuttrutsche oder eine Treppe? Nee, ist eine Treppe. Also sowas wie eine Taschenlampe wäre schon toll. Ja, aber also wie man in so einen Schacht runtergehen kann ohne eine Lampe, ist mir auch ehrlich gesagt fraglich. Also, ich würde es ja nicht machen, wa? Also, würde man nicht... Nee. Einfach, was nee. Was sind das für Geräusche? Was denn? Ich habe gerade irgendwie Geräusche vernommen. Aha. Okay, hier ist was eingestürzt. Es ist auch recht dunkel, möchte ich meinen. Hier an der Stelle irgendwie und leider ist es halt so, damit ihr uns gut seht, irgendwie sind wir ordentlich. Ah, okay. Aber ja, nicht. Sind wir ordentlich angestrahlt und da kann es manchmal halt sein, dass wenn der Monitor einfach zu duster ist, irgendwie, dass man es halt einfach, wie in dem Fall, nicht richtig erkennt. Also seht uns bitte nach, wenn wir irgendeinen dunklen Tunnel vielleicht gerade übersehen. Oh, ein Helm. Helm ist wichtig, den nehmen wir mit. Und da ist doch hoffentlich auch eine Lampe dran, oder? Oh, was wie? Okay. I für Inventory, F für Toggle your Flashlight und Left Mouse Click to Snap a Photo. Okay, also wir müssen hier anscheinend Fotos schießen. Ach, wie schön. Das ist ja toll. So, dann mach ich mal. Ja, gigantisch. Wow. Beep, beep. Was? This camera is equipped with a very special sensor which can detect energy nearby. Oder nearby. If your unknown presence value rise, something is near. The camera is also capable of measuring your depth into the earth. Don't forget why we are here. It is my goal to capture as many pictures as possible. If it's alive
and its move, I'm going to capture as many pictures as I can. Left click to capture a picture. Ja, okay, alles klar. Also unser Martin. Du musst X. Haben wir jetzt hier schon irgendwas? Haben wir jetzt irgendwo einen Detektor, der jetzt ausschlägt, damit wir ein Foto machen müssen? Ich weiß nicht, ob wir oben links. Oben links haben wir ein paar Symbole. Da haben wir auf jeden Fall erstmal eine Null. Ach, ja. Für Sachen, die sich dann wahrscheinlich bewegen. Ich weiß nur nicht, ob das in der Mitte zum Beispiel irgendwie eine Detection-Anzeige, also so ein Bewegungssensor ist oder sowas. Okay. Wären wir, glaube ich, früh genug erfahren. Ja, habe ich auch fast die Angst. Ja, also dann gehen wir jetzt wieder hoch, oder was? Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir uns erstmal ausgeschaltet, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Vielleicht erwartet uns ja schon was. Okay, cool. Wartet. Wer hustet denn hier? Wie, hä? Müssen wir jetzt wieder zurück zum Fahrstuhl oder was? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil da ging es ja auch nicht weiter. Ja, vielleicht war es ja wirklich so, dass wir die Sachen erstmal, unsere Ausstattung erstmal finden mussten. Okay. Um jetzt wieder mit dem Fahrstuhl quasi vielleicht einen Schacht oder mehrere weiter runter zu fahren. Meinst du? Also, das kann natürlich gut möglich sein. Da kannst du recht haben. Wir werden es mal ausprobieren. Na, ja, mal gucken. Scheint aber nicht so. Nö. Nö. Okay. Das Spiel will das nicht. Also ich sehe mich schon die ganze Zeit hier irgendwie genau. Ständig Fotos machen. So, das wird man jetzt nicht tun. Schon allein irgendwie, damit es jetzt nicht für den Zuschauer zu nervig wird. Erstmal nochmal klicken. Ah. So, wir machen ein Trinkspiel. Mal, wenn ich ein Foto mache, müsst ihr trinken. Oh Gott, die armen Zuschauer. Die armen. Oh, hier, guck mal, bin hier. Hier, können wir hier haben wir was. Oh, da ist eine Tür. Eine Tür. Okay, wir müssen. Okay, wir haben die Tür unlocked. Ach, Alter, da hätte man aber wenigstens dabei die Äste abschlagen können hier von der Verbalkung hier. Na, sag mal, Leute, da tut man sich doch dran weh. Oh, und das ist der nächste Fahrstuhl. What is this? Eine Kassette. And so my journey begins. I easily slipped right past security and beginning to descend the purple lavender mine here in 90. Was schmunzelst du da, Benny? Wegen der Lavender Mine. Die Lavender. Ja, klingt irgendwie, ne? So ein bisschen, klingt wie ein Schaumbad. I do not think I will go too deep, but deep enough to write a killer story about my findings. Let us see what happens. Steve out! Wie geil! Wie schön! Ja, das ist mir ein bisschen unheimlich. Das Spiel weiß also, wer spielt. Okay, alles klar. Ja, seine Reise beginnt und wir werden immer tiefer gehen. Aber nicht zu tief, denn das Einzige, was wir wollen, ist eine Killer-Story. Ah, oh, Steve out. Davon kann man schon mal ein Like da lassen. Also, in schon mal in geil. Der Purple-Lavender-Mine hier. Klingt hart, Alter. Klingt hart. Ja. So, jetzt sind wir in Def 2 oder was? Ich denke ja, 114 Meter tief. Oder immer noch Def 1? Def 2. Nope. Def 2 irgendwie. Ich habe richtig Probleme, dieses Wort auszusprechen. Def. Wie spricht man das aus? Def. Def. Glaube ich. Def. Oh, ja, und ich kann mir vorstellen. Oh. Ja? Oh. Schau mal nach oben. Unknown Force 4. Also jedes Mal, wenn ich anscheinend hier Def ausspreche, wird das bei euch so aussehen, als wenn ihr bei Star Wars gesehen habt, wenn die in den Hyperraum gesprungen sind. Ja, Lichtgeschwindigkeit, weil so viel Spucke euch anscheinend entgegenkommt, dass es so aussieht wie. Aber, ne. Okay. Tatsächlich Unknown Force 16. Ich weiß nicht, ob wir jetzt dem näher kommen, einfach nur. Hardhead Area. Okay. Scheint so, also. Da ist was. Und wir haben ein Bild geschossen. Wunderbar. Können wir sterben in dem Spiel? Weißt du was? Nee. Stopp. Also, ich kenne von dem Spiel gar nichts. Du hast jetzt hier überrascht mich quasi komplett mit dem ganzen Game. Scheiße. Oh, ich dachte zuerst, da unten steht jemand. Das ist einfach nur der. Oh Gott. Was wohnt? Ja, da, wo die Lampe dran ist. Ich dachte zuerst, das wäre eine Person. Oh. Okay. Aber wir haben erstmal wieder Detection 0. Das ist schon mal gut. Oh, je.
Ja, also wie darf man, glaube ich, auch kein Klaustrophobiker sein, war irgendwie. Also, das gibt ja wirklich so fiese Filme wie, keine Ahnung, The Descent oder irgend so was. Und also für mich wäre so eine Höhenkletterei jetzt ja nicht irgendwie. Wenn hier irgendwas einstürzt, da wäre das so, ich wäre nicht so gerne eingeschlossen. wer will es schon, aber nö, da sag ich, nö, danke. Ah, kann ich nachvollziehen. Also ich bin auch nicht so der Freund von, es gibt ja auch so ganz, ganz tolle Typen, die ja so eine Unterwasserhöhlen auch nehmen, wo man dann eben halt irgendwann mal Angst haben muss wegen der Luft. Das ist auch... Oh! Okay, wer bist du? Ach du Scheiße. Kann ich jetzt... Ich entschuldige mich für das, was Sie hier sehen. Ich hätte nie gedacht, dass es einmal so weit kommen würde. Die Unterdrückung, die Prüfungen und das Gefühl, wie ein Tier für immer in einem Käfig gefangen zu sein, haben mich gebrochen. Angeblich sollte ich morgen an der Reihe sein, in die Tiefe zu gehen, und nach dem, was ich gehört habe, würde ich es vorziehen, nicht zu gehen. Das ist meine einzige Möglichkeit. Bei klarem Verstand gehen oder bleiben und wahnsinnig werden. Ich entschuldige mich für dieses Durcheinander, aber bitte, legen Sie mich an einen etwas friedlicheren Ort zur Ruhe. Das ist meine letzte egoistische Bitte. Mit freundlichen Grüßen, Jacob Rubisk, 17. September 1928. Dafür sieht er noch ganz gut aus. Ja, also die Verwesung hat da noch nicht so eingesetzt für die Jahrzehnte, die er da schon hängt. Naja, das geil ist halt nicht, ne? So, hier haben wir noch ein Kassettchen. Du liest. Ist aber geil. Du liest eine Kassette und liest halt vor. Es gab Gerüchte, dass ich in der Mine Leichen finden würde. Also ging ich mental vorbereitet hinein. Mein Magen weigerte sich jedoch, vorbereitet zu sein. Es ist ziemlich traurig, wie ich hier neben einer aufgehängten Leiche stehe und eine Notiz lese, die dieser einst lebende Mensch verfasst hat. Angeblich hat sich diese Person vor 40 Jahren das Leben genommen, aber der Körper sieht noch frisch aus. Langsam wird mir ein wenig schwindelig, aber ich glaube, das ist nur der Schock, so etwas persönlich zu sehen. Oh Gott. Ja, also für 40 Jahre sieht er fresh aus. Ja, für 40 Jahre sieht er wirklich noch gut aus. Kann man nicht anders sagen. Ja, ihr Lieben, ich möchte mich gleich dafür mal entschuldigen, irgendwie, dass natürlich unser Englisch... Oh, okay, die anderen Force geht hoch. Unser Englisch leider jetzt nicht unbedingt das Geschmeidigste ist irgendwie. Aber wir versuchen euch so halbwegs den Sinn zu vermitteln. Und vor allen Dingen uns. Genau. Oh, ich dachte, das fast, da steht einer. Ah, sa. Halt den Fotoapparat bereit, ne? Wobei, den Finger am Abzug. Aber wir gehen weiter weg von dem... Wir sind jetzt bei 28, nicht mehr bei 58. Okay. Also ein Stück... Aber warum macht er denn hier... Ah! Hier, Achim, hier unten. Ja, aber ist doch kein Movement, also da war doch keine Bewegung. Ich dachte mal, dass der Detektor für die Bewegung eigentlich wäre. Ja, ist die Frage, was hier noch so... ...mang den Tüten liegt. Ja, wenn ich... Also, ne? Ich würde jetzt... Ja, ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach mal weiter, mal gucken, was noch kommt. Also er ist halt gut krustig, ne? Das stimmt. Lass ihn jetzt einfach mal liegen. Was anderes finden, vielleicht wirklich tatsächlich, wie du gerade sagst, noch einen Schlüssel? Ja. Oder irgendwas anderes. So, Wer sagt dir hey? Warum? War er das? Ich hoffe nicht. Er hustet hier. Okay, wir haben irgendwie, irgendwas rotet unten. Ja, weil wir, glaube ich... Wir headachen ganz schön. Ist das... Ach so, wegen der Leiche, weil du der Leiche so... Also so lange, wenn du zu lange da bist, dann kriegt der anscheinend ein bisschen... Dann dreht er vielleicht so ein bisschen am Rad. Okay, hier haben wir den nächsten Fahrstuhl. Aber wir haben, einen Schlüssel. Einen Schlüssel, na sehr schön. Gut, jetzt werden wir wahrscheinlich hier vorne die Tür öffnen können. Ja, oder den Kasten, weil da ist ja der Hebel.
für den Fahrstuhl wahrscheinlich. Mann, dieses Brrr. Das ist schon das Übel, ne? Aber ich denke mal, wir werden hier hinkommen. Nee. Hat Benny doch recht. Ja, Benny hat recht gehabt. Und wir haben den Hebel. Und mal gucken, ob jetzt hier irgendwas steht. Ah! Nee. Tja, was ist seltsam, ne? Was sollen wir jetzt hier machen? Soll ich hier diese Gasflasche hier hinten fotografieren oder was? What should I do? Tja, gute Frage. Dann gehen wir erstmal zum Fahrstuhl. Wir gehen zum Fahrstuhl, genau, richtig. Ich denke mal, dass wir jetzt hier vorne auch hochfahren und dann quasi bei der Leiche da oben runterspringen können. Ich glaube, wir werden jetzt gar nicht so weit. Meinst du? Meinst du nicht, dass es jetzt noch tiefer geht in Death 3? Es geht doch runter, du hast recht. Ich sollte mir auch Benny hören. Oh, nee. Warum machen wir das eigentlich? Wir brauchen eine Story. Wir jagen die Story unseres Lebens, Benny. Als rasende Reporter. Genau. Es geht ganz schön tief runter. 325 Meter schon. Also landen wir jetzt direkt in Dev 6 oder was? Dürfte eigentlich nicht. Okay. Ich kann so bald nicht mehr gehen. Also vielleicht schon, aber. Ich möchte nicht schnell auffahren. Na, Leute?